Freunde der Rollerscheune, wir grüßen euch. Wie ihr sehen könnt, die Scooter sind endlich bei uns angekommen. Nach langem Rumgezögere vom Zoll, bis sie wirklich endlich freigegeben worden sind. Aber heute Mittag kam der UPS-Mann bei mir zu Hause an. Und ja, jetzt haben wir endlich die Scooter hier. Was sagst du, Maxim? Wie gefällt's dir? Sag mal, es macht wirklich Spaß, mit den Dingen rumzufahren. Man ist echt, also schon schnell unterwegs und echt mobil. Auf alle Fälle, die beiden Modelle werden jetzt in Deutschland zertifiziert und dann werden halt schon erste E-Scooter für die Kunden bestellt. Genau. Also sprich für euch. Wir haben jetzt hier rechts von uns den M365 Pro. Das ist vor allem markant an dem Tacho. Kannst du mal kurz zeigen hier. Das Tacho ist ein bisschen unterschiedlich auf jeden Fall. Hier sehen wir den M365 ganz normal in der Ausführung. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall dabei, das alles beim TÜV anzumelden. Wir werden auf jeden Fall beim Kraftfahrtbundesamt vorsprechen, dass die Roller auch zertifiziert werden, wie der Maxim schon gesagt hat, und auch Straßenzulassung bekommen. Ja, aber wir haben jetzt auch mit unserem chinesischen Verhandlungspartner geredet und wir haben auch noch ein Alternativmodell vorgestellt bekommen, das ist das HX7. X7, da müssen wir uns auch noch ein bisschen schlau machen. Auch sehr interessante, ja, Modelle. Definitiv, definitiv. Und den werden wir auch bestellen, oder? Was meinst du? Auf alle Fälle. Du?